Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Transcend World 4, der Dennis spielt das. Wir befinden uns hier in Dresden Güterbahnhof und haben heute die Aufgabe, unsere Lok bis nach Riesa ans Nebengleis zu bringen, da sie eine Störung mit der SIFA hat. Und fahren werden wir heute die BR-101, müssen aber vorher allerdings den IC abkoppeln. Das werden wir natürlich in Angriff nehmen. So, wir fahren und schauen uns lieber um. So, das heißt, wir koppeln hier erstmal den IC ab. So, dann können wir einsteigen und unsere Lokomotive aufrüsten. So, das heißt, wir werden natürlich erstmal den einstecken und auf neutral. So. Zack. Störung. Störung. Dann werden wir. Zack. Dann werden wir noch die Zugsicherungssysteme einstellen. So. Und dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Können die AFB noch einstellen? AFB. AFB. Funktioniert jetzt nicht genau. So, dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Oder nicht? Das ist jetzt noch falsch. Keine Leistung. Jetzt geht's. Keine Ahnung, was da los war. Wahrscheinlich wegen den Bremsen. Zugbeeinflussung. So, 45 dürfen wir nicht überschreiten. Das tun wir natürlich auch nicht. So, dann fahren wir unsere BR-101 bis nach Riesa aufs Nebengleis. Geht nach wie vor 40. Trotzdem noch bei 40, weil glaube ich jetzt schneller dürften, ab 60. SIFA, SIFA. Zugbeeinflussung.
Sehr schön. Dort vorne fährt noch ein ICE. Ihr kennt es vielleicht. SIVA. SIVA. So, um das ganz realistischer darzustellen, machen wir die SIVA doch besser mal aus. Die hat ja wie gesagt eine Störung. Wunderschön, wunderschön. Das dürfte Neustadt sein hier. Und wie bekomme ich denn hinten die Schlussleuchten an? Das ist jetzt noch die Frage. Jagen Hamster, das ist doch mal schön. Sehr, sehr nice. Seht euch das bitte mal an. Wir jagen eine Hamsterbacke vor uns her. Die Hamster dreht auch auf. Was meint ihr? Bekommen wir sie noch? Ganz schön ab. Also so einfach kann man die dann doch nicht überholen, anscheinend. Also Wahnsinn, ist die abfähig. Dass wir sie noch bekommen werden. Spätestens wenn sie irgendwo am Bahnhof fällt, was wir natürlich nicht wissen. Grüß dich, Felix. Also sie ist noch in Sichtweite, aber es ist echt schwer, sie zu überholen. So, und das ganze Szenario nennt sich Reparaturfahrt und ist im Creators Club zu finden.
Ihr braucht ja auch nichts Besonderes haben, einfach nur das Szenario abonnieren und dann könnt ihr da eigentlich schon loslegen. Oh, wir haben Rot. Ei. Zu erwarten. Das Vorsignal abwarten, wir dann auch quittieren müssen. Das ist hier. Das heißt, wir gehen auch eh runter auf 80 mindestens schon mal. Zugbeeinflussung. So. Dann warten wir mal ab, warum wir rot haben. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Höhefreigabe, Höhefreigabe, Höhefreigabe. Da ist wieder rot, ach grün. ICE überholt uns. Ich fasse es nicht. Geil, Doppeltraktion. Ich glaube schon wieder rot. Gelb. Wir sind natürlich in der Prioritätenliste ganz unten, ist logisch. Zugbeeinflussung. Oder Prioritätenrangfolge, sagen wir mal so. Zugbeeinflussung.
So. Dann schleichen wir uns mal langsam ans rote Signal ran und schauen mal, was dann passiert. Oder ob es wieder kurz davor grün wird. Man weiß nie. Es ist wieder gelb geworden. Nicht großartig beschleunigen, weil nach wie vor rot zu erwarten haben. Grün, gelb, man zieht meistens auch ein rotes Hauptsignal nach sich. Wir könnten jetzt beschleunigen, haben uns befreit, aber es bringt nichts, weil wir wirklich wieder ein gelbes Vorsignal haben. Da kommt das rote Signal. Rote Hauptsignal. Jetzt ist es wieder weg, also ich weiß nicht, was das jetzt im Moment bedeutet. Backe. Vor uns ist weit und breit niemand, der irgendwie unter farbig setzt, da. Aber es ist ziemlich weit weg. So, wir haben grün, dann können wir auch aufschalten endlich. Mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit hier bekommen. Noch 28 Kilometer bis Riesa, wo unsere Lok abstellen werden. Die dann untersucht wird bzw. repariert wird, weil sie eine Sichtverstörung hat.
Richtung 60 auf mich zukommen. Bedeutet Gleiswechsel an dieser Stelle, würde ich mal schätzen. Zugbeeinflussung. Dann fahren wir schön in die Bremskurve rein. Genau, Gleiswechsel. Wirklich interessantes Szenario, weil man so viele KI-Verkehr hier hat und auch Zugüberholungen, Zugsichtungen, und das macht wirklich Spaß. Also mir gefällt sowas sehr. Dass wir jetzt hier bei 111 sozusagen verharren und nicht weiter Richtung 120 beschleunigen. Also bergauf geht es nicht, geht es bergab jetzt. Es tut sich was mit meinem Kamera. Das ist auch ein bisschen seltsam. Ich glaube, die Gute hat wirklich mehr als nur eine Sichtverstörung. Sollte wirklich mal zum Onkel Werkstatt.
den Verkehr. Das ist jetzt gerade mal so. Wechsel aufs richtige Gleis. Das kommt da. Ja, nach Hamsterbacke. Die steht an einem roten Signal. Gleiswechsel. Ich vermute mal rechts rüber. Zugbeeinflussung. Dort steht noch ein Güterzug. Schön diese Lok vorne dran, auch an dem roten Signal. Genau, wir fahren einmal rechts rüber. Ach, da kommt schon die Doppeltraktion für den Güterzug wahrscheinlich, der da vorne stand. Die gesamte Diesel-Lok. Nehme ich mal an, dass die dafür vorgesehen sind. So, dann haben wir noch 16 Kilometer bis Riesa. So, ich hoffe, dass wir jetzt mal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen hier. Ja, da haben
Fenster. So, 130, 120, 160 sind jetzt die nächsten Geschwindigkeitsvorgaben, die gut letzten 12, 14 Kilometer bis Riesa. Dem Ganzen dann auch schon näher. 10 Kilometer noch. Können wir unsere Lok abstellen, abrüsten und sie in die Hände der Mechaniker begeben, abgeben, damit die sich dann um die Sieferstörung kümmern. Deswegen habe ich auch die Siefer nicht an, um das Ganze ein bisschen realistisch darzustellen. Die Siefer einfach mal ausgelassen, weil sie, wie gesagt, eine Störung hat. Lok-Szenario-Beschreibung. Zug angehalten haben, weil da die ganzen Leute Richtung Ausgang liefen. Sind ja gerade irgendwo ausgestiegen und laufen jetzt Richtung Ausgang. Also da muss vorhin jemand angehalten haben. Nehmen wir an, so ein kleiner Nachverkehrszug namens Hamsterbacke.
6,6 noch. Was kommt denn da Feines? Habt ihr das gesehen? Der komplett graue oder weiße Taurus. Habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Aber ja, sehr, sehr schön. Also ist immer wieder schön, welche Farbgebung uns KI-Züge entgegenkommen. Jetzt der Hauptschalter um die Ohren. Nee, scheint nicht so, oder? Nö. Obwohl das eine Schutzstrecke ist, aber tut sich nichts. Ausschau halten nach Signalen, die uns sagen, dass wir die Geschwindigkeit drosseln sollen. Die mit Sicherheit gleich kommen werden. Weil mit 120 werden wir nicht auf das Nebengleis einfahren. Das kann ich mir zu 100% nicht vorstellen. Ah, da kommt schon das rote Signal. Das heißt, wir werden das Ganze hier mal verlangsamen, mindestens 80. Vorsignal. Zugbeeinflussung. Da kommt das gelbe, ach, das rote Hauptsignal, in dem wir erstmal anzuhalten haben. So, jetzt fahren wir uns mal durch das Stellwerk. Der sagt, wir dürfen nicht. Dann gilt unser Blick jetzt unseren Fahrweg, was sich da so tut. Da steht wohl. Der Fahrweg geht hier lang. Er steht da. Oh.
Hoffentlich ist das kein Bug. Was ist das denn jetzt? Ist jetzt hier festgehangen oder was? Das gibt's doch gar nicht. So, wer ist das nicht? Da steht der Güterzug im Weg. Der könnte locker fahren. Ich weiß jetzt nicht, wer da Vorfahrt hat, den CE oder den Güterzug. Der ist auf jeden Fall rot. Tja, ich hoffe, das ist kein Bug. Ich hoffe, das ist kein Bug. Das wäre jetzt echt doof. Ach Leute, wir essen zeitig. Und einer von euch muss sich jetzt in Bewegung setzen. Da stehen wir und er steht uns hier im Weg. Das ist unser Ziel. Aber da werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen, wenn sich hier nicht bald was tut. Ich habe ein ganz dummes Bauchgefühl. Ich denke, ich werde das Szenario an dieser Stelle beenden müssen, weil sich hier absolut nichts mehr tut. Weder bei dem einen noch bei dem anderen. Und von daher denke ich, dass es das hier war. Schade eigentlich, ich hätte das gerne noch bis zu Ende gefahren. Aber das ist hier wieder anscheinend nicht zu Ende gedacht worden, das Ganze.
An sich ein schönes Szenario, auch mit viel schönem KI-Verkehr, auch mal was anderes, so eine Reparaturfahrt, so eine Überführungsfahrt. Aber wie es aussieht, endet das Ganze abrupt an einem roten Signal, weil das hier anscheinend nicht zu Ende gedacht wurde. Mit den beiden KI-Zügen hier. Dass die unseren farbig blockieren, beziehungsweise zumindest der eine Güterzug. Und hier irgendwie die Abfahrtzeiten nicht angegeben wurden oder eingegeben wurden oder wie auch immer. Das wurde nicht bis zu Ende gedacht. Also dass ich das leider an dieser Stelle beenden muss, weil es bringt ja nichts, jetzt hier stundenlang zu warten, bis sich mal irgendwas tut hier. Das habt auch ihr nicht verdient. Von daher würde ich sagen, war schön, dass ihr es euch angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wird es jetzt hier, wie gesagt, beenden. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer DBW Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Könnt ihr noch mal kurz auf die Karte gucken, ob sich da noch irgendwas tut, aber ich glaube es nicht. Ne. Ich bin da immer noch genauso. Tja, wie gesagt, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Lenin Spießers. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Bye. Bye.